So, willkommen zurück zu einem, ja, Minecraft TWD Stream. Ganz kurz das und das. Und wir joinen natürlich rein. Oh, ich sehe gerade, ich muss noch was ausblenden. So. Ach, jetzt das Spiel wieder minimiert. Jetzt. So. Jetzt läuft alles. Es wird gerade Nacht. Na toll. Jo, Glas wird hergestellt fürs Gewächshaus. Nice, nice. Ich wollte noch ein bisschen umbauen und ich brauche noch mehr Level. Wir wollten noch. Ja, was wollten wir noch machen? Neues Windrad, genau. Das ist ja nicht gerade produktiv hier. Oh nee. Und ich muss die Mauer noch erhöhen. Jo, Gollum hat Wind bekommen von mir. Und ich wollte mal was testen, deswegen mache ich erstmal Wasserräder. Genau. Ach, sei leise da draußen. Water. Okay. Ach, mit. Okay. Machen wir das so. Es fehlen Slabs. Ja, die stellen wir doch mal ganz schnell her hier. So. Was? Ah, die sind ja in der Base. Och nee, Gollum. Du hast sie in der Base gespawnt, du Hund. Das ist aber nicht lustig hier. So ein Arsch. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, Mikros an. Da muss ich immer drauf achten. Das verschiebt sich gerne bei mir. Und hallo an alle auf YouTube. So. Hallo? Sag mal, lässt du dich hitten? Oh weh, du spawnst jetzt. Oh nö, komm! Gollum! Ich muss die Mauer erhöhen, damit die mich nicht mehr sehen. Ich könnte den mal versuchen, mit einer Knarre wegzubouncen. Sag mal, hab ich jetzt meine Dinger schon wieder rausgeschmissen? Tatsache. Waterwheel, genau. Damit wollte ich noch was testen. Das testen wir mal hier. So, die Waterwheels Hammer. Warte mal, brauche ich da jetzt nicht noch so ein Ding dran? Nö, brauche ich nicht, okay. Also, so. Mal gucken, wie die effektiver genutzt werden. So. Ach, durch den letzten Tod sind ja meine Wassereimer fast alle weg. Lol. Da haben wir noch welche. Genau, hier muss ich auch noch ein bisschen weitermachen. Und ich kann endlich mal diese Wasserlöcher entfernen.
So. Naja, gut. So, mal testen. Irgendwie müsste die doch produktiver anzuwenden sein. Wow. Ah, okay, Moment, wenn ich das... Die waren doch gerade weitaus schneller. Wow, okay. Okay, da sind sie schneller. Jo, da wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich muss mein See ein bisschen umdekorieren. Was ist denn das für ein Grafikpack gewesen? Lol, jetzt ist alles grün. Okay. Das heißt, die Windräder müssten dann rein theoretisch auch... mehr Wind produzieren, wenn die weiter oben platziert wären. Irgendwie so. Genau. Wasser, 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 Wasser. Water. Ich weiß, es gibt eine Pumpe. Gaspump, Fluidpump. Das war's nicht. Das hier, Mechanical Pump. Ich muss Kupfer farmen, lol. Dann müssen wir das anders machen, erst mal. Dann müssen wir das erste Mal anders machen. Ah, tut mir leid. Und für diese Nebengeräusche. Ich bin immer noch leicht erkältet. Aber ja, heute fühle ich mich imstande, ein bisschen was zu machen. Okay, das da. Das da, da müssen wir das ein bisschen schön bauen. Das Wasser erst einmal weg. Die Dinger erst einmal weg. Okay, scheiße, die Wasserräder hätte ich lassen können. Die kommen aber jetzt mal hier hin. Ich überlege gerade, wir machen die auf Viere tatsächlich. Die kosten mich ja so gut wie gar nichts. Sag mal, ich habe euch zu weit nach unten gesetzt, stimmt's? Ja. Nein, das nicht. So. So, so, so. Ich hab keinen Dreck mehr. Lol. So. Dann machen wir das einmal so hier.
Nein, der nicht. Der auch nicht. Der kann weg. Der kann weg. So, die Ecken können weg. Ja, gut. Ich hab gesagt, die Ecken können weg, oder? Wie hoch waren das jetzt? Moment. So. Vergessen, dass ich gar nicht im VC bin. Haha, geil. Was ist mit VC? Ich hab vergessen, dass ich gar nicht im VC drin war. Ach so, ja, nicht schön. Und moin moin. Das da. Enden! Was? Regst du dich wegen deinem wunderschönen Häuschen auf? Ach komm, so hässlich ist es doch gar nicht. Ich bin genau in der Tür, habe ich mich ausgelockt. Ey, ja gut, deswegen geht's weiter. Und dann will ich die öffnen und da ist einfach noch eine Tür. Naja. Dann öffne ich die Tür in die andere Richtung, da ist dann Freiheit, aber trotzdem. Es ist sicherer als ohne Tür. Da hier eh kein Mob reingekommen ist bei mir, ist das bombensicher. Sag das nicht. Außer es gibt jetzt neue Mobs, von denen ich nichts weiß. Gollum hat es geschafft, bei mir Mobs zu spawnen. Ja klar, aber bei mir ist, hat er die immer irgendwie außerhalb gespawnt. Noch nie aber, da drin. Aber hey, du hast einen Fahrstuhl nach oben. Ich hab ein paar Stunden nach oben. Du hast ein paar Stunden nach oben. Wo geht's denn nach unten? Musst du in meine Richtung gucken. Wichtige Frage. Betrifft das auch Mobs? Ja, die fliegen auch hoch. Ja, es dreht sich etwas schneller. Aber nur etwas. Und mein Feuer da unten ist wieder aus. Warum ist das aus? Oh Gott, wie habe ich das befeuert gehabt da unten? Und Blaze? Powder oder Rods? Du hast 8 nee, Rods, die so in einem komischen Block sind. Ja, nee, da, ich hatte was anderes reingeschmissen. Lava. Lava, okay, ich brauche Lava-Eimer auf Vorrat. Und was wollte ich nochmal herstellen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal wieder eine Schule gemacht, bevor ich aktiv spiele. Bei mir wird erstmal ein Gewächshaus gebaut. Ich brauche Essen. So. Glas ist fertig. Habe ich genug Kaktusen? Habe ich. Was ich sowieso nicht verstanden habe, ist, wieso dein Feld die ganze Zeit kaputt ist. Ich habe es gerade mal an der Oberfläche. Ja, ich du meintest aber wegen den Krähen. Ja, bei mir kommen die Krähen an, diese hässlichen schwarzen Vögel, und die machen das kaputt und klauen mir alles. Okay, ja, habe ich das Problem nicht. Ei? Ei? Nö.
Ey, die Windräder noch, die sind sau lahmarschig. Kannst du sagen, was du willst. Die sind lahmarschig. Ich weiß nicht, kann man die auch in passende Windrichtung drehen oder? Nee. Vielleicht hast du eine blöde Windrichtung erwischt. Nee, kannst du leider nicht drehen. Der Block ist fest. Und du kannst die auch nicht irgendwie miteinander connecten, dann ploppt immer ein Block weg. Aber wie gesagt, die sind sau lahmarschig. Ich lasse sie vielleicht als Zierde hier stehen und mache alles über Wasserrad vorerst, weil ich. Ja, ich habe es hinbekommen, dass sie sich ein bisschen schneller drehen. Warte mal, kurz spionieren, du hast es ja. Ja, gut, du hast es wie bei Immersive aufgebaut. Jo. Und meine Mauer muss ich erhöhen, damit die Golems mich nicht mehr sehen. Jo, jo, jo. Hast du eigentlich mal nachgeschaut, ob Fire Tigan ist? Nö. Nicht, dass irgendwann durch Difficulty ein Mob dazukommt, der das alles abfackelt. Kann ich ja jetzt sowieso nicht. Du hast gesagt, ich soll OP nehmen, ich habe kein OP. Und ich habe gesagt, du könntest dir wieder gehen. Ach, ah ja. Ohne macht mehr Spaß. Normalerweise dürfte es eigentlich keinen Nachunterschied machen. Außer man hat halt mit OP gearbeitet. Nö. Wenn ich baue, baue ich richtig. In Real Life kannst du ja auch nicht einfach sagen, ach, ich gebe mir jetzt Kreativmod und baue ein Haus. Außerdem habe ich immer einen Streambeweis. So, Gewächshaus muss nur 3 hoch sein. Okay. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ich hieß nicht Punkt, 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 dass ich mich hier, dass ich mir das alles vereinfache, so wie ich das will. Gibt's ja genug solche Pappenhelmer. Alles weg. Ich müsste vielleicht noch mal in den Nether gucken, ob nach dem Server Restart mein Grab da ist. Hast du den Server restartet? Naja, normal hier. Der normale Restart immer. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass du genau so blöde auf deinem oder unter deinem alten Grab gestorben bist, dass das halt ersetzt wurde. Denke ich mal, aber mittlerweile auch mal. Weil ich habe ja diesen Todeszettel mitgenommen. Nö, nix gefunden. Aber es ist nicht generell so, dass wenn du stirbst, egal wo das jetzt passiert, das alte Grab immer gelöscht wird. Nee, nee, das ein Grab haben kann. Das bleibt. Ditte bleibt schon ganz normal. Wo baue ich denn die leider hin? Die bauen wir dahin erst einmal. Nö, ist nicht zu hoch. So. Drei, vier, fünf. Ich glaube, mittlerweile sieht es vielleicht doch ein bisschen unnatürlich aus. Was? Die Höhe der Mauer im Vergleich zur Breite. Ich glaube, so 4 wäre das Optimum gewesen.
Nee, bei 3 sieht mich der Golem noch. Das weiß ich. Der hat vorhin Mobs bei mir drinnen gespawnt. Außerdem ist sie noch nicht hoch genug, da kommt noch was oben drauf. Da kommt noch was Schönes oben drauf. Warum hast du grünes Gas genommen? Hast du verfangen oder? Na, Greenhouse. Gewächshaus. Ein Gewächshaus hat nie grünes Glas. Bei mir Ergibt nicht schon. mal Sinn. Hä? Nee, die haben Milchglas, die Gewächshäuser, die Standarddinger. Aber wenn du dir jetzt mal so ein für den Garten kein richtiges Gewächshaus, sondern so ein ja, Art Gewächszelt holst, das ist zum Beispiel grün. Das ist grüne Folie. Ich gar nicht. Ich kenne nur komplett durchsichtiges Glas, Plexiglas, bla 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 oder solche Zeltplanen. Das sind dann weiß pigmentierte, nennt man das, glaube ich, Flecken. Dann musst du mal in den Baumarkt gehen. Aber grün ergibt eigentlich auch wenig Sinn, weil durch grün wird ja eine bestimmte Lichtfrequenz, Lichtwellenlänge ausgefiltert, die eigentlich ganz Dann sinnvoll ist. musst du wirklich mal in den Baumarkt gehen, in die Gartenabteilung, da wirst du sehen, grün. Ja, also meine Ex hatte damals auch ein grünes in ihrem Garten. So ein Zelt, Gewächshaus-Dings, was nach dem ersten Wind weg war. Drei, vier, fünf. Aber sie muss die Mauer so hoch sein, ich muss ja noch die Tore in jede Himmelsrichtung einbauen. Die nur von drinnen zu öffnen sind. Apropos, weil ich sage gerade Tore. Du kommst ja immer zu mir verzaubern. Kann es sein, Ich dass habe du jetzt aus zweimal meiner gemacht. Kiste ein verzaubertes Buch genommen hast? Ich Nö. bin der Meinung, mir ist da eins abhanden gekommen. Muss man mal, dass du verzauberte Bücher gefunden hast. Ich habe die selber verzaubert. Und Darko, noch was. Wenn du einen Verzauberungstisch baust, ja? Bücherregale werden nur auf Höhe des Verzauberungstisch und ein darüber akzeptiert. Ich hatte dich doch gefragt, ob ich die stehen lassen soll. Die waren nur Deko. Ich hatte Ach welche übrig. so. Das war meine Frage damals. Ich hatte einfach welche übrig. Ja klar, war ich Ja, nur ich habe los. die weggemacht, weil Bücher und so, ne? Glaube ich auch so hinbekommen. Difficulty was? 37. Okay, wird mal wieder Zeit für ein Herz. Wie für ein Herz? Ich habe doch so eine Difficulty-Herze, die Minus geben. Also. Ich habe nur welche, die Plus geben. Darfst du bei dir gerne essen? Au. So. Und ich muss da mal ins Dorf. Man kann ja keine Betten bauen. Ich will mal gucken, ob man die Betten anders machen kann. Oder ob man die Betten nutzen kann, wenn die aus dem Dorf sind. Gehe ich noch mal in den Nether. Essen habe ich, Rüstung habe ich, mein Schwert sollte ich noch mal reparieren. Picke brauche ich noch nicht reparieren. Ich brauche auch noch Level. Eisen Ja. nehme ich mit. So. Wichtige Frage, hast du auch vom Dach ausgeleuchtet? Nein. Hat er halt wirklich nicht. Schmutziger. Komm, ein bisschen spannend muss es doch sein für dich. Du warst der Erste mit einer Mauer. Moin, moin, excuse mo.
So, wo war das Netherportal, Darko? Allererster Gang links. Ich bin, keine Ahnung, in dem wievielten Gang, weil hier 10 Milliarden existieren. Soll ich da extra ein Schild dran machen? Aber hier ist noch ein Zweit. Ach nee, man kommt bei jedem Gang raus. Cool. Das stimmt, weil ihr mal bis da. Das hat mir auch über die Fackeln weggenommen, kann ich sagen. Nein. Oder habe ich echt zu viel gesehen? Fackeln habe ich definitiv keine weggenommen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doch, gegen die Zombie-Horden. Da bin ich eiskalt Trump. Oh, das, ja, der Gang führt nach unten. Nein, der führt... Hä? Doch, der führt nach unten, hier lang. Okay, 500 Blöcke zu meinem alten Todespunkt. Traue ich mich das? Wir zocken auch gerade ein Apokalypse-Pack, aber in der 1.12 mit Waffenmods und so. Ja, Waffen gibt's hier auch. Ich habe auch schon eine Pistole mittlerweile. Die kriegst du nämlich durch eine Quest, Darko. Ja, das ist da, ja, kann sein. Wenn du hier Fetti umklatscht, den Gollum. Ja, habe ich schon häufiger gemacht. Kann sein, dass ich das war. Von welcher Mod fragt er? Oh Gott, wie heißt denn das Waffenmod? Warte. Soll ich sagen oder soll? My Carry Fish Gun Mod ist das. Welche 1.12 Waffenmod habt ihr denn? Bei euch. Bestimmt Tech Guns. Darauf hoffe ich, aber es gibt ja viele. Hey Darko! Wenn du dich heute ausdockst, kriegst du ein blaues Haus, okay? Ich mag den das Weinweiner einfach, das ist so geil. Ich habe jetzt schon über einen Stack blaues Holz im Gepäck. Techguns ist hammergeil, sag ich ja Techguns. Das ist die einzige Waffenmod, die mir einfällt. Das einzige, wenn man halt mit Techguns bestimmte Sachen versuchen will, ist... ist die Mod leider immer noch ein bisschen problematisch. Mutti! Au! Loch! Mutti? Loch? Ach, hier kam so ein kleines Schwein ange... Und ein Gast. Och nee, ich renn durch die kommt, lasst mich doch mal. Ja, zum Beispiel ist die Mod in Verbindung mit Skill Able. Wenn man zum Beispiel bestimmte Waffen erst später freischalten möchte, nicht kompatibel, weil man da halt, weil man die Waffe trotzdem verwenden kann, weil man ja schießt und nicht schlägt. Das ist ein bisschen nervig, aber sonst ist die Mod genial. Ja. Und sie ist overpowered. Also manche Waffen sind einfach nur. Holy shit. Oh, Darko, ich hoffe, du musst in den Nether. Muss ich das sicherlich irgendwann. Ja, stimmt, für Quests. Außer du wirst alles irgendwann in meinem Haus verbauen. Was ich auch schätzen würde. Nee, du kriegst nichts mehr ins Haus. Ich will sehen, wie du dich mit diesen Schweinchen hier umschlägst. Gar nicht, ich gehe den einfach aus dem Weg. Kannst du nicht, die spawnen schon beim Spawn. Die Viecher spawnen dort halt einfach schon in der Nähe vom Spawn. Die einzig gute. Naja. Es gibt bestimmt irgendwo noch bessere Mods, die kein Mensch kennt. Ja, Waffenmods. Zum Beispiel, ja gut, Grey Tech kannte ich zum Beispiel auch vorher nicht. Und war halt auch so eine komplett neue Mod für mich, die ich cool fand. Cracktech? Das... Ja, wir reden von Waffen, nicht von Technikmods.
Ich meine aber nur als Beispiel, welche Crackstation, ey. Also ganz ehrlich, ich habe schon mit meinem Server hier das eh nochmal heimlich gequatscht, habe mir Streicheleinheiten gegeben und gesagt, der kriegt nie wieder so ein Pack mit Crackstation-Scheiß drauf. Never. Das fällt aus. Warum hat er gestreikt, oder? Der hat mir gesagt, er hat geleckt, weil diese Mod drauf war. Nee, das ist eine Drecksmod. Entschuldigung, aber... Da tue ich lieber mich mit Pleit hinsetzen und den Server zum Lenken bringen, als damit. Scheiß. Oh, das war knapp. Ich bin ja schon da. Cool. Wo ist mein Essen hin? Da. Heinz Eick ist ja schon bei Picklinghausen angekommen. Oh ne, die pümmeln doch schon hier draußen rum, die Schweine. Ich glaube, wir sind mit dem jetzigen Modpack erstmal beschäftigt. Außerdem, wer sagt, dass wir das Modpack nicht schon mal gespielt haben, wir haben mittlerweile extrem viele Modpacks mit. Welches denn? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das Pack gerne mal angucken. Wie heißt das denn? Das müsste man dann schon erfahren. Oh. Scheiße, was mache ich denn hier? Voll in die falsche Ecke gerannt. Hier. Nö, Krabs immer noch nicht da. Okay. Ja. Naja, passiert, kommt vor. Hab ich schon wieder eine neue Dia-Rüstung. Ich war ja noch den Tag, wo das... Die dritte? Nö, meine zweite. Ich war ja noch den Tag, wo das passiert ist mit dem Tod. Unter Tage Farm hab ja dann... Da warst du sogar noch online, dieses Dia-Glück gehabt wieder. Mhm. Und so hatte ich genug zusammen, dass ich mir noch eine Rüstung machen konnte. Ja, genau, aber. Da habe ich mir auch die Fortune 3 Wine Mining Unbreaking Efficiency 3 Pickel gemacht. Ich meine, ob du noch eine hast, außer die, die du jetzt anhast. Nee. Ich habe nur noch 17 Dias. Und die gehen drauf, damit ich mir ein OP-Schwert erstmal machen kann. Ah. Wenn da nicht irgendeine Kackverzauberung drauf kommen sollte. Wie viel Fortune B ist auf deiner Picke 3? Fortune 3. Naja, doch, warte mal. Siopolis hätte uns locker Fortune 50 geben können. Es gibt hier auf dem Modpack keine Modpack. Normalerweise ist Fortune, gehört das eigentlich hier auch gar nicht dazu, genauso wie Repair, Mending, bla bla bla. Weil im Real Life werden die auch abgenutzt, gehen. Na, wobei doch im Real Life werden sie. Picken geschliffen, sind sie wieder spitz und scharf. Ja, das Reparieren an sich finde ich realistisch, aber generell Verzauberung hätte man weglassen.
können, müssen, was weiß ich. Dann hätte Darko nicht so viele Dias gehabt mit seiner Glück 1-2 Picke. Ich habe 7 Dias eigentlich. Ey, das sind 6 zu viel, Darko. Kriegst du mit? Klostein! Gott, ey. Aber ich muss sagen, gestern nur, wo ich so zeitig offline war, das tat mir gut. Also heute ist auch nicht ganz so schlimm. Heute früh, ich bin aufgestanden, Alter, voller Energie, außer zum Videoschneiden. Ne, Kopfschmerzen sind auch alle weg. Geil. Also ich bin richtig happy und hab auch jetzt richtig Bock drauf. Hab auch ausnahmsweise mal ein bisschen länger gepennt. Das musste einfach sein. Jo. Stimmt, den Millstone habe ich mir vorbereitet gehabt im Tisch. Den muss ich auch noch bauen. 28 Levelhammer. Da geht doch noch was. Also komm, mit 33 gehe ich hier nicht raus. Quarz ist mir jetzt erstmal scheißegal. Ich vergesse immer wieder, dass Weinmeiner ausschalten muss, indem ich sneake. Das ist Nether kontraproduktiv. Und da unten pümmeln die Schweinchen rum. Schön. Wie heißt denn das Modpack, was ihr spielt? Hat er schon geschrieben, hier. Moos Apocalypse. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Also. Ich überlese doch gerne mal Sachen. Wenn ich hier irgendwie total in-game gerade bin. Ja. Ist auch nicht wild. Aber das sagt mir tatsächlich noch nichts. Okay, Apokalypsen-Pack gibt es ja auch Haufen, habe ich mitbekommen. Ja, das ist so eine Sache, die mag fast jeder. Ja, weil ja Vanilla-Minecraft einfach so auf dieses Apokalypse ausgelegt ist. Es ist ein Mittelalter-Apokalypsen-Pack. Ja, stimmt. Sonst hätten sie ja von Anfang an irgendwelche Art Schusswaffen eingebunden. Aber sie haben es geschafft, dass es für 6-Jährige ist. Durch den niedlichen Style halt. Ja. Muss man alles mal hinkriegen. Und trotzdem spielen es nur 30-Jährige gefühlt. Nee. Ich kenne aus unserer Schule so viele kleinere Kiddies, die das spielen. Ich sage zwar nichts dazu. Ja, ist besser so. Ich bin auch über 30. Ja, ich auch. Ich nicht. Und der mich hier anspuckt, der erlebt seinen 30. nicht. Das ist unsichtbar. Nee, ich greife nicht gegen den. Nee, nein. Tschüss. Ich sehe da nur ein Partikel und ein Schwert rumfliegen. Nö. Ich kenne die Mobs hier im Nether. Nein. Danke. Die sind schlimmer als Darko, wenn er rollig ist. Jemals rollig. Immer wenn du schreist. Nein, Themawechsel. Oh, da unten oben ist noch 4 Klostein. Alles auf einmal weg.
Scheint nicht so. Doch. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Und ich habe 30 Level. Ich brauche noch 3, damit es sich lohnt. Wo brauchst du genau 30 Level? 33. Ja, damit ich zweimal verzaubern kann. Zweimal auf Level 30 verzaubern. Doch mal 31. Okay, in dem Gebiet werde ich nichts finden. Oh. Netherrack habe ich schon wieder ein bisschen was, damit ich weiterbauen kann. Aber warte mal, den Klostein kann ich noch zusammencraften, habe ich mehr Platz. Ja, 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 ja. Bis jetzt hat sich aber nur Justin auf den Aufruf gemeldet wegen Freitag, Samstagabend, oder? Ja, ich meine ja. Okay. Ah, übrigens, ich habe ja danach später mit Justin nochmal ein bisschen gequatscht. Dem wäre es lieb, wenn es Freitag wäre, weil er Samstag Modellbau hat. Also Samstag. Ey, dann machen wir es morgen. Ist ja kein Ding. Und Uno hat er halt nicht. Boah. Ich weiß auch nicht, ob du das willst, das kann man, soweit ich weiß, einstellen, ob die Runde automatisch aufgefüllt wird. Also Uno ist ja klar, aber ich meine jetzt Monopoly. Dass dann halt Wildfremde mitspielen. Och, das überlege ich mir noch bis morgen. Ja. Ich habe es heute mal gestartet, ein bisschen die Soundeinstellungen angepasst, aber ich glaube, da muss ich nochmal drüber fliegen, ne? Denn es scheint doch noch ein bisschen zu laut zu sein, die Musik. ...32 Level, ach komm! Die letzten kriege ich auch noch hin, ne? ...33! So. Schlechte Idee. Verdammt schlechte Idee. Was? Ich hab gemerkt, dass hier das ein Netherportal ist. Ja. Aber das ist eine Flüssigkeit, die läuft mir entgegen. Ich wollte mich drunter durchbauen. Ja. Home. Ich brauche eine Netherkiste. Ich brauche eine Netherkiste. Ich brauche 30 Level. So, Geneta. Mit Weinweiner easy peasy. Eben, mit Weinweiner easy peasy. Aber da ich sowieso Eisen brauche, kann ich auch das hier einfach fahren. So. Das kommt wieder da rein. Die brauche ich dann auch noch. Und ich brauche Kaktusen. Das war nur eins. Schade. Jetzt. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte die Mauer nach oben ziehen. Plus den Steg, wo man drauf laufen kann. Ich wollte die Tore einbauen. Ich wollte das Gewächshaus bauen. Irgendwas war doch noch, was ich machen wollte. Ha. Ach ja, genau, die Wheels. At Great. Ich brauche dazu den Mechanical Crafter. Dazu brauche ich den
Brass Casing. Und die Brass wollte ich herstellen. Genau. Im Mixer. Das heißt, ich brauche Lava. Brauche Lava. Ich brauche Kupfer, ich brauche Zink. So. Ich habe echt keine Picke da, keine Schaufel dabei. Ist immer noch zu lahmarschig. Trotz dass sich die Jetzt. Windräder jetzt so krass drehen. Funktioniert es nicht, oder? Ja, das Brass herstellen, das funktioniert nicht so ganz. Oder braucht es halt einfach nur länger? Nee, es müsste sich, glaube ich, schneller drehen tatsächlich. Hitze habe ich drunter. Ja, und bei der Vorschau dreht sich das Zahnrad auch schneller. Gut, dann machen wir ganz kurz diesen hier. Bin ich mal gespannt. Das ist immer noch zu lahmarschig, wenn ich das da anstelle. Die Windräder sind ein Witz, also. Ach nee, die werden bei mir nur ziehen bleiben. Ich habe schon vier Wasserräder dran. Ich habe es sogar schon mit einem Handcracker versucht. Ich glaube gar nicht, dass das die Masse der Wasserräder ist, die das Problem verursachen. Weil du kannst ja ein Wasserrad, egal wie viele da dran hängen, dreht sich ja ein Wasserrad nur so und so schnell und betreibt auch damit die Kurbel nur so und so schnell. Wenn du eine schnellere Kurbel brauchst, dann brauchst du irgendein Zahnrad, was an ein größeres Zahnrad und ein kleineres Zahnrad verbindet. Rein von der Mechanik im realen Leben, die halt dann Also das muss ich Ganze jetzt, schneller drehen warte, lässt. muss ich jetzt dort ein großes, warte mal, ich habe hier ein kleines, irgendwo hatte ich. Das große Zahnrad machst du an, wenn es sowas gibt, das weiß ich nicht, Ja, die Mod auch wird. es gibt kleine und große, ne? Cowwheel und Large Cowwheel. Und das Large machst du direkt an die Wasserverbindung und das kleine machst du dazwischen irgendwie, weil von groß wird auf klein und dann dreht sich halt schneller. Warte, test mal. Rein von der 1, 2, 3, 4. physikalischen Mechanik, die es in dieser Welt Warte. gibt. So, zwei große. Also, ich habe jetzt hier erstmal diesen. Die wertige Gearbox. Da mache ich jetzt ein kleines. Dann ein großes und dann wieder ein kleines. Nur von groß auf klein. Warte, da muss die Box hier weg. Weil dann ist die hier fehl am Platz. Dann muss da erstmal ein Schäft hin. Zweie. Wo ist meine Gearbox hin? Hä? Hä, bin ich bescheuert? Wo ist meine Gearbox hin? LOL. Ist sie mit in diesen Ah. Sammler, wo du auch das Eis noch reingetan hast, geplumpst? Nee, nee. Die ist runter ins Wasser. Die ist ins Wasserloch geplumpst. So, Gearbox. Großes. Quest erledigt.
Scheiße. Oh, jetzt muss ich das hier komplett umbauen wieder. Toll. Das ändert aber nichts dran, wie ich das gerade in deinem Stream sehe. Weil die Kleinen und die Großen haben die gleiche Zahnlückengröße. Also das dreht sie nicht schneller, Leute. Ich hab's so zu weit oben. wir können aber trotzdem mal ganz kurz... Wenn ich jetzt das Große... Doch! Groß, klein, groß bringt's. Und wie schnell sich das auf einmal dreht. Holy shit! Ich hab ein Bras, ich hab zwei Bras. Yeah. Groß, klein, groß ergibt eigentlich wenig Sinn. Hast du nur groß, klein mal versucht? Nee, ich muss ja noch einen Block nach unten kommen. Deswegen habe ich da jetzt Adjust for Fun noch ein großes dran gemacht, weil das kleine schräg am großen dran ist. Und dadurch dreht sich das gerade ordentlich schnell und es wird gemixt. Ja, 21 Brass haben wir schon mal. So. So. Oh. Vierer. Jetzt habe ich Brass reingeschmissen, oder ja? Ike ist ein Held. Oh, was geht? Das musst du trotzdem zig mal machen. Du kannst nicht immer die ganzen Maschinen da abbauen und neue Dinger setzen. Aber wobei, wenn ich jetzt dort die Stanze mache. Stopp mal. Ich brauche noch mal das Teil. Ich brauche da wieder so ein Hitzeding. Doch, es müsste gehen, dass man sogar an diese vier Wasserräder ein bisschen was anschließen kann. Die Stanze habe ich ja sogar noch. Die ist da. Aber die wird wieder von oben. Ach du Heimatland. Oh. War das? Ja, das muss. Ne, das war dort an der Seite. Oh, jetzt geht das wieder los. Okay, teste ich gleich alles. So, 6, 6. Dann machen wir das erstmal wieder so. Wenn das von oben... Müsste ich das doch rein... Ne, von der Seite wird das... Das wird eine Prozedur mit den Zahnrädern werden. Aber ich habe meine 60 Brass Ingots. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Too much Stress. Too much Stress. Alles klar. Dann kann ich jetzt, jetzt brauche ich die Presse tatsächlich, damit ich das pressen kann. Jetzt. Ne, das war Gold. Kupfer. Wo ist Brass? Da. Muss nichts drunter. Passt. Dann machen wir das einmal. So. Eins Eck ist schlau. Eins Eck ist nicht schlau. Warte, ich habe da noch so eine Gearbox. Du.
Upp. Das ist zu niedrig. Shit. Klatsch. Sieben Stück. Nice. Wir machen erstmal 10 Stück. Klatsch. Och nee, ey, Amazon klingelt wieder bei mir. Die steht schon wieder hier unten, also. Stehst du eigentlich ziemlich weit oben? Dass die dich immer aussuchen von der Klinge her? Nee. Das ist bei uns so, wohnst du unten, ist deine Klingel auch unten. Ah, okay. Ja gut, da bist du halt wahrscheinlich einer der ersten. Die da halt stehen. Ja. Wie gehört immer den ersten aus? Nee. Das sieht mir so aus, als ob sie wieder der gleiche Typ wie gestern ist. Oh, können Sie Paket annehmen für Nachbarn? Keiner da. Was wollte ich denn jetzt machen? Für was brauchte ich die Bras? Hä? Catching the Wind habe ich doch gemacht. Das habe ich sogar noch im Stream gemacht. Oder müssen die Dinger größer? Müssen die größer sein? Catching the Wind. Du. Was denn? Ich hab dich gehört, das muss so sein. Ich hab selbst eine Einzelrüstung gerade, also mittlerweile kann man mich nicht mehr mit den anderen verwechseln. Ich wollte fragen, ob ich einen Emerald haben könnte. Beziehungsweise, wo du die hattest. Aus Kisten. In Städten und Neta. Ah, aus Kissen. Okay. Ich verstehe das aber jetzt mit dem Windrad nicht. Warum hat der die Quest nicht angenommen? Das dreht sich doch. Windrad? Vielleicht habe ich die schon, vielleicht nicht. Glaube ich nicht. Du hast da noch kein Windrad. Reinforced. Nein, für was brauchte ich jetzt die Kackbras? Ach ja, genau dafür. Das. Dann kann ich mir nämlich den Crusher bauen. Das war's nicht. Ich brauche noch Stripped Locks. Die ich immer wegschmeiße, weil die hässlich aussehen. Hammer. Machen wir gleich mal 8 Stück davon. Wow, und jetzt kannst du normale Loks knabbern. Ernsthaft. So, haben wir den Mechanical Crafter. Der muss jetzt auch wieder daran. Weil der ein Windrad hat. Ein Zahnrad. Ich muss hier definitiv noch mal richtig arg umbauen. Und vor allem, warum ist das? Hä? Stopp mal. Nein! Wie soll ich denn das hinkriegen?
damit. Action los Spaß. Naja, nicht wirklich. Die Dinger müssen jetzt seitlich kommen. Ich hab grad nicht wirklich Spaß damit. Ne, das geht so nicht. Das heißt, die zwei können erst einmal weg. Das kann wieder weg. Das kann erst einmal weg. Die sind nur seitlich gesehen. Rein theoretisch müsste ich dort an die Seite jetzt eins ransetzen. Und das geht nicht. Das ist blockiert durch das Windrad. Ach, durch das Große. Wenn ich jetzt hier... Und da dreht sich das. Sehr schön. Und jetzt, wie kriege ich Zugriff darauf? Okay, das ist egal, dass da unten nichts ist. Was? Alex Mops, Blobfish drowned. GG, alles klar. Ist ertrunken irgendwas. Warum GG? Keine Ahnung. Das ist vielleicht vom Wort, was nicht mehr hingepasst hat. Oh, warte mal. Garage. Vehicle Crate 8. Armory. Ja, die Pistole habe ich ja schon. Aber wie mache ich denn das jetzt mit dem? Für was steht die 21 da drinne? Stück brauchst du davon. Nebeneinander oder irgendwie verbunden. Die leiten sich ja selbst weiter an die nächsten Blöcke, schätze ich mal. Oh, warte mal. Alles klar. Ich brauche noch mehr Wasserräder. Du musst wirklich 21 Stück davon bauen. Das ist wie bei Draconic. Und auch in der Form, oder? Ja. Das wird ein Spaß werden. Zum Glück habe ich genügend Rosenquarz hergestellt. Rosenquarz? Das brauchst du dafür. Ich habe jetzt schon 3 von 21. Brauche ich noch 18. Also 18 Redstone Torches. Sticke die Sticks haben wir da. Und ich brauche 18 Iron Nuggets. Hab ich noch 7. Noch 11. Nee, stopp, keine 11. So. 18, da haben wir die Elektronentubes. Dann brauche ich 18 Crafting Table. Nee, brauche ich gar nicht. 18 durch 3? 6. Ich brauche alles nur 6 Mal. Crafting Table. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verhältnisse.
Und ich brauche 12 Cockreels. Ich weiß, ich spreche das falsch aus, aber es macht mir Spaß. Von welchem Holz habe ich denn am meisten? Ach hier, da unten. So. Machen wir gleich mal ein Stack Knöpfe. Zwei Stacks Knöpfe. So. Sicher, sicher. Ups. Jetzt habe ich zwei, sechs und sieben Zahnräder. Ups. Jetzt habe ich 22 Mechanical Crafter. Ne, 21, gut. Die werde ich dann hier hinbauen. Hier muss das Wasser sowieso noch mal verschwinden, ne? Hier wird auch noch ein bisschen umdekoriert. So, dann kommt das erstmal alles weg. Das klatsche ich jetzt erstmal hier mit rein. Ich brauche wieder meinen schwarzen Stein. Wo habe ich den hingeschmissen? Hier. Genau. So, da brauchen wir noch mal welche davon. So. Und ich mache ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da.